Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler, willkommen zu unserem möglicherweise letzten Majose-Video. Ihr habt mich ja per Teams informiert, mehr oder weniger, dass dieses Arbeitsblatt Trisomie und Nondisjunction gar nicht so einfach zu lösen war. Dementsprechend hier nochmal eine kleine Rekapitulation dazu. Am Ende der Woche bekommt ihr natürlich auch noch dann diese Liste, wo die ganzen wichtigen Fachbegriffe zur Zytogenetik nochmal ganz, ganz kurz erläutert werden. Wir steigen jetzt nochmal ganz kurz ein in das Thema Nondisjunction und wie kommt es eigentlich zu solchen Genommutationen wie der Trisomie 21, auch als Down-Syndrom bekannt. Wie ihr hier unschwer erkennen könnt, hier bereits angezeichnet eine Zelle in der meiotischen Metaphase 1. Das heißt, die erste Reifeteilung ist hier gerade im Gange. Die Meiose 1, auch Reduktionsteilung genannt, bei der sich in der Metaphase, hier Metaphase 1, die homologen Chromosomenpaare in der Äquatorialebene anordnen. Paarweise, wo es eben zu solchen Crossing-Over-Ereignissen kommen kann, das heißt Austausch von Chromosomenstücken. Ist hier nicht der Fall, aber wäre theoretisch möglich. Die liegen relativ lange hier so zusammen und können hier eben auch teilweise Kontakt aufnehmen. Was auch wieder wichtig ist, denn so kommt es eigentlich vor allem zu solchen Nondisjunction-Ereignissen. Nondisjunction heißt auf gut Deutsch einfach Nichttrennung hier der Chromosomen. Paare, kann aber auch bei den Chromatiden so sein, dass eine Nichttrennung, ein Nondisjunction erfolgen kann. Bei diesem Organismus nehmen wir mal an, es ist der komplette Chromosomensatz. 2n ist gleich 4, das heißt, wir haben einen diploiden Satz von 4 Chromosomen, zwei Chromosomenpaare. Hier zum Beispiel das mütterliche Chromosom rot und das väterliche Chromosom jeweils gelb gezeichnet. Hier zum Beispiel Chromosom 1, hier Chromosom 2, könnte auch hier logischerweise Chromosom Nummer 21 sein, wenn es eine menschliche Urkeimzelle wäre. Soll hier nicht der Fall sein und ich will ja auch nicht zu viele Chromosomen hier zeichnen. Das reicht uns zum Verstehen dieses Nondisjunctions bestimmt ganz gut. Ja, was passiert jetzt nach der Metaphase 1? Hier haben wir die Zellmembran. Hier die beiden Zentriolen an den Zellpolen, hier den Spindelfaserapparat mit so durchgängen gehenden Fasern und hier mit so Zugfasern, die jeweils hier am Zentromer der Chromosomen ansetzen. Ich werde jetzt kurz das in die Anaphase 1 übergehen lassen und wir nehmen jetzt hier an, dass das Nondisjunction hier bei diesem Chromosomenpaar erfolgen soll. Das heißt, da kommt es zu einer Nichttrennung der homologen Chromosomen. Dieses Chromosomenpaar wird komplett auf eine Seite gezogen und das Chromosomenpaar wird nicht getrennt, wie es eigentlich sein sollte, wenn die Meiose unproblematisch funktioniert. Wir bessern jetzt hier ganz kurz aus, Äquatorialebene in der Mitte und wir machen jetzt die Anaphase 1 hier raus. Hier wieder durchgehende Spindelfasern. Und jetzt ist der folgende Fall eingetreten. So, die Spindelfasern hier verkürzen sich und ziehen die Chromosomen zu den Zellpolen, zu den jeweiligen Zentriolen. Jetzt sieht man hier ganz gut, hier hat die Trennung der homologen Chromosomen nicht geklappt und dementsprechend landen dann beide zwei Chromatidchromosomen hier Nummer 2 oder auch Nummer 21 auf der gleichen Seite. Die Zelle schnürt sich dann in Richtung Telophase durch. Wir bekommen da zwei Zellen und diese beiden Zellen, die gehen dann über in die zweite Teilung der Meiose, in die Äquationsteilung, wo dann die Chromatiden getrennt werden. Das kann hier ganz normal passieren.
wird dann eben so auseinandergezogen und dann landen eben in zwei dieser Zellen zwei Chromosomen Nummer 2 und in zwei dieser Zellen null Chromosomen Nummer 2, während die Chromosomen hier ganz normal getrennt werden in der ersten Reifeteilung und dann auch in der zweiten Reifeteilung. Da läuft alles normal, aber da haben wir dann eben eine überzählige Anzahl von Chromosomen bzw. Chromatiden und bei den anderen Zellen eben zu wenige von diesen Chromosomen. Wenn die jeweils diese Keimzellen, die daraus entstehen, zur Befruchtung kommen, kann es eben zu solchen genetischen Auffälligkeiten kommen, wie zum Beispiel Turner-Syndrom, Down-Syndrom, Pateau-Syndrom, Klinefelter-Syndrom, Triploid-X-Syndrom und so weiter, die ihr alle schon einigermaßen bearbeitet habt. Ich hoffe, das war einigermaßen ersichtlich jetzt, wie das funktioniert, dieses Non-Disjunction. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt mich bitte an über Teams oder nehmt diesen Platz zur Zusammenarbeit innerhalb eures OneNotes. Da könnt ihr auch jede Menge Fragen reinschreiben. Diesen Livestream wird es erstmal nicht geben, weil es nicht funktioniert, dass ich über mein iPad da so ein Video on Demand draus mache. Und dementsprechend hoffe ich, dass euch diese Videos, die ich hier aufnehme, einigermaßen reichen. Ansonsten gerne Fragen stellen per Teams und so weiter. Bin jederzeit für euch da, auch während der Osterferien. Wünsche euch bis Freitag eine schöne Zeit. Ich werde noch eine Aufgabe hierzu stellen und dann können wir die Zytogenetik wahrscheinlich schon abschließen. Bye bye.